Das Velniven F1, ein Klassiker unter den Outdoor-Messern. Ich habe dieses Teil ganz neu und das hier seit ganz, ganz vielen Jahren. Und wenn du wissen willst, was meine Meinung ist und ob das auch etwas für dich sein kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Velniven F1. Dieses F1 hier, ja, das begleitet mich jetzt seit einem Jahr. Und zwar, ich habe mir das neu angeschafft, aus einem ganz speziellen Grund, weil mein originales F1, also mein erstes F1, das allererste F1, das ich überhaupt gehabt habe, und das ist jetzt schon ganz lang her, da hat mich der Heli von Bushcraft Tirol oder wie, ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall drauf gebracht, und da habe ich mir dieses Velniven hier gekauft. Das ist jetzt 2012 oder 2011 oder 2013, sowas in dem Bereich, und seitdem habe ich das. Ich habe es letztes Jahr verloren. Und es ist, so wie es da jetzt liegt, unter einer Schicht von Laub gelegen. Und wir haben es heute, der Tobias und ich, beim Sammeln von Bucheckern-Hüllen wiedergefunden, durch Zufall. Ich bin ganz happy. Schaut aber ein bisschen ausgelutscht aus. Und trotz alledem bin ich positiv überrascht. Schau, da vorne die Spitze, die ist mir mal abgebrochen. Aber nicht aus dem Grund, weil das Messer schlecht wäre, sondern weil ich gehebelt habe. Wenn ich da heute drüber nachdenke, ich wollte von einem Stamm was rausbrechen, wie kann man eigentlich so deppert sein, ja? Würde ich da heute nennen. Da der Griff ist schon etwas ramponiert, aus dem Grund, weil wir den zum Feuerbohren immer wieder verwendet haben, nämlich als Druckstück. Ja, und das Messer ist trotzdem noch top. Ich werde das jetzt reinigen und wieder aufpolieren und schön machen. Auch das ist so ein Diamantklebeteil, das habe ich mir da hinten drauf geklebt früher, so habe ich mir das früher vorgestellt. Gut, aber jetzt habe ich natürlich was Neues und ich habe mir dann gleich gedacht, ich gehe weg von dem klassischen VG10-Stahl und gehe hin und nehme mir gleich das mit den Kronen drauf, mit dem stärkeren Stahl, mit dem besseren Stahl, den 3G-Stahl. Und ich muss da sagen, dass ich ehrlich gesagt beim Arbeiten überhaupt keinen Unterschied gemerkt habe zwischen dem normalen VG10-Stahl und diesen besseren Stahl hier. Überhaupt nicht, merke ich überhaupt nicht. Und insgesamt ist das Messer natürlich top. Und mein neuestes, weil es mir einfach so gut gefallen hat, schau, ja. Velniven Black. Einfach weil es mir gefallen hat. Ich will eigentlich mit dem Ding gar nicht arbeiten. Das ist eines der wenigen Messer, die ich nur herumliegen haben werde, weil es einfach, das ist schon schön. Also mir gefällt das. Ich brauche das nicht, weil ich keinen taktischen Anspruch oder sowas habe, aber das ist irgendwie urschön. Das ist wirklich urschön. Das, ich meine, eines war noch klar, das ist ein billiges Eigenwerbevideo natürlich. All die Teile gibt es natürlich bei mir im Shop zu kaufen, also das ist eh ganz klar. Aber jetzt habe ich ein bisschen was erzählt, wie ich zu diesem Messer gekommen bin, und ich habe die jahrelang immer nur dieses Messer dabei gehabt. Das hat sich dann geändert, seit ich auf den Messerwahnsinn gekommen bin. Jetzt habe ich viele andere Messer. Viele ist gut, extrem viele, aber ist ein anderes Thema. Warum ich dieses Messer so lieben habe gelernt, ist dieser ballige Anschliff, ja, den viele nicht mögen, weil sie sagen, den kann man dann nicht schleifen, was absoluter Blödsinn ist, aber egal. Der ist einfach extrem bissig. Das geht richtig schön rein ins Holz. Man darf es in Deutschland, für alle Deutschen, man darf es in Deutschland tragen, weil es nicht unter diesen Trage-Gaga 42a Paragraphen fällt. Wirklich schön. Feuerstahlbedienung oder Kienspan abschaben. Also es ist für Outdoor super geeignet, aber du kannst auch damit Tomaten schneiden oder dein Brot schneiden oder sonst irgendwas, weil es extrem bissig ist. Wirklich extrem bissig. Was ein bisschen ein Nachteil ist, und das können wir uns jetzt vielleicht auch anschauen, bei dem alten, das, ich bin noch immer positiv überrascht, dass es so gut alles überstanden hat, außer hier diesen Rost, ja, da hat es drauf geregnet und alles, ja, also ich bin wirklich positiv überrascht. Aber da sieht man das vielleicht schon. Dieses Material, Thermorun oder wie die das nennen, das arbeitet sich natürlich mit der Zeit ganz einfach ab. Also nicht nur beim Feuerbohren, sondern auch hier an diesen Stellen, wenn man zum Beispiel Betoning macht und drauf klopft. Und hier überall auf der Seite, das macht sich auf. Da habe ich mal vor einiger Zeit Jagdkit ein Video gemacht. Die hatten die auch einmal im Shop. Gebe dir da oben den Link. Durchaus gute Messer, da gibt es überhaupt nichts. Aber weil die mit Keidegscheide ausgeliefert werden, sind genau diese Punkte hier gleich ramponiert und gehen auf. Und auch hier bei dem da, ja, da ist ein Spalt drinnen. Schau, das sieht man richtig. Also du jetzt wahrscheinlich nicht, weil die blöde Kamera nicht scharf schaltet. Aber das löst sich hier ab. Ja, einfach mit der Zeit auch in der hässlichen Zyttelscheide. Gut,
für wen ist dieses Messer gedacht? Wo kann ich das wirklich hundertprozentig empfehlen? Ich kann es dann empfehlen, wenn du ein kleines, leichtes, kompaktes Messer haben willst, das extrem bissig ist, wirklich extrem bissig. Also das ist einfach extrem bissig. Saurobust, wirklich saurobust. Gut in der Hand liegt, schlankes Design, wirklich sehr, sehr schlankes Design. Für viele Anwendungen gedacht, also ich selbst jetzt nicht, ja, ich habe da jetzt keine Erfahrung damit, aber ich habe mir sagen lassen von Jägern, die auf meinen Kursen zum Beispiel waren, die gesagt haben, okay, mit dem brecht man auf, weil es läuft auch so ein bisschen nach, die Spitze läuft runter, also das, da lässt sich jetzt gut aufbrechen, also die Wampe aufschneiden, ja, sagen wir das jetzt mal so, das geht wunderbar, auch zum Zerwirken, also irgendwas rausschneiden. Also das ist so ein Allround-Messer und deswegen habe ich es einfach irrsinnig gern, also wirklich, Fellniven F1. Und wenn du das Geld ausgeben willst dafür, dann kann ich dir sagen, dass du dabei in Wahrheit nichts falsch machst. So, jetzt habe ich lang geredet. Das tut mir irrsinnig leid. Das tut mir irrsinnig leid. Aber ich mag auch ein bisschen was zeigen noch. Bei meinen unzähligen Videos hier auf dem Kanal habe ich ja sicherlich einmal, du, vielleicht hast du es auch schon einmal gesehen, da schlagen wir immer lebende Haselstücke um. Und das darf ich hier auf waldurlaub.at, auf unserem Bushcraft Camp, da darf ich das. Und ich habe die Erlaubnis und daher ist das okay. Aber wir benutzen diese Stöcke natürlich weiter. Das ist aktuell ein schöner Haselstock. Der ist richtig, der ist nicht mehr allzu frisch. Den verwenden wir gerade zum Eis aufschlagen, also mit den Kindern. Aber egal, ja, das ist jetzt viel zu privat. Aber schau mal her, das beißt einfach irrsinnig gut. Und das war das, was mich so positiv überrascht hat. Das ist einfach ein Wahnsinn. Ja? Ich vergleiche das, wenn du zum Beispiel ein Manly Patriot heißt das. Das Messer der Patrioten sozusagen. Nein, Spaß beiseite. Ja. Das beißt auch extrem und das ist vergleichbar mit dem, hat einen anderen Anschliff. Einen total anderen Anschliff und ist super. Jetzt verwende ich das hier mit dem normalen VG10-Stahl. Das habe ich aber nicht nachgeschliffen, gar nichts. Ich habe es nur ein bisschen abgewischt, ja, und die Blätter ein bisschen rausgeben und getrocknet. Und ja, das gehört wieder mal nachgeschliffen. Aber schau, wie das fetzt. Alter, das ist so super. Jetzt, ich bin wieder verliebt. Ich werde jetzt wieder ein paar Tage mit dem F1 herumlaufen. Ja, so bin ich. Ich weiß nicht. Bist du auch so messerverrückt wie ich, dann verstehst du das. Und wenn du sagst, was ist mit dem los, dann, ich bin vielleicht ein Fall für die Anstalt, aber wer ist das nicht auf die eine oder andere Weise. Also ich liebe diese Messer. Das reine Rossmann-Messer, das rauskommen wird, das wird auch cool. Ja? Und ich werde es mit dem F1 vergleichen. Aber der Vergleich wird hinken, das kann ich jetzt schon sagen. Mensch, schau dir das an. Ja. Obwohl das Messer herumgelegen ist. Die sind einfach super. Also wie gesagt, wenn du ein F1 dir kaufen magst, aber noch nicht weißt, dann tu das wirklich. Also wenn du sagst, du willst das Geld dafür ausgeben. Ich weiß, dass Fellniven in der letzten Zeit, in den letzten Jahren verrückt geworden ist, was die Preise betrifft. Ja, so sind sie halt. Ja, aber es lohnt sich auch wirklich. Es ist wirklich ein tolles Messer. Aber was das Messer nicht ist, ja, was das Messer definitiv nicht ist, es ist nichts zum Hacken oder zum Hauen. Das bedeutet, wenn du so bushcraftig unterwegs bist und sagst, okay, ich möchte das One Tool haben, dann ist das nicht die richtige Lösung dafür. Das ist ein Messer, das ich eigentlich als Outdoor-EDC-Messer ansehe. Das man immer dabei haben kann. Das kann man am Gürtel hängen haben. Ihr lieben Deutschen dürft es auch herumtragen mit euch, ohne dass ihr Schwerverbrecher seid, weil ist extrem gefährlich mit so einem Messer. Ne? Ich muss über das noch immer lachen, weil ich es so lächerlich finde. Aber gut, so ist es. Und es ist extrem schlank, es ist extrem leicht, du kannst es immer dabei haben. Aber wenn du jetzt hacken willst, wenn du irgendwas abhacken willst, das wird nichts werden. Das ist einfach langweilig damit. Das ist was zum Schnitzen. Aber wenn du jetzt sagst, aber ich würde gern trotzdem das hacken, dann zeige ich dir einen Ausweichmechanismus. Und dazu werde ich jetzt zum lebenden Haselstock gehen. Ich werde jetzt hier diesen Haselstock abhacken. Das ist, wie ich immer wieder sage, hier ein Parkplatz und ich darf das hier. Liebe Kinder, also wie gesagt, und aufpassen, und ihr dürft das bitte nicht irgendwo auf fremden Grundstücken oder sowas machen und bitte immer naturschonend arbeiten. Das sage ich einfach dazu, liebe Kinder. Ja? Aber ich darf es hier. Und wenn es ich nicht machen würde, dann würde es der Waldarbeiter machen, weil das muss ja ausgeschnitten werden. Weil da Autos stehen, weißt du, was gibt es auch. Schau mal her. Jetzt, wenn ich das umhacken will, dann muss ich es halt rein betonen.
Ja, also mit so einem Schlagstock. Und rundherum wie ein Biber arbeiten. So, jetzt ist einmal der eine Teil, der eine Keil. Das kann man jetzt richtig schön raushacken da. Ja, das ist die Idee dahinter. Und ja, es geht natürlich lang, es geht genauso gut. Vielleicht sogar gefahrloser. Aber man merkt halt, dass diese Klinge hier einfach, ja, zu kurz wirklich ist, um hier vernünftig schön arbeiten zu können. Wenn ich das mit dem Krammer mache, weißt du, was da los ist, ja? Da wären wir schon längst fertig. Da würde ich nicht deine Zeit verschwenden. Ja? Aber es ist halt so, das ist einfach zu kurz. Aber trotzdem, dieses Messer, ja, und jetzt machst du dir jetzt sozusagen die Kerbe rundherum. Ich werde das dann nachher machen, weil du glaubst, wie das geht, oder? Also was ich damit sagen wollte ist, da brauche ich halt nicht so hacken, weil da ist ja, sondern da machst du es halt mit dem Beton, also mit Betoning zum draufschlagen und es geht genauso. Vielleicht nicht so einfach wie mit einem Scrammer, aber es geht. Das heißt, es ist ein Allround-Messer, das alles ein bisschen kann. Es ist halt nicht perfekt, aber du kannst es immer dabei haben. Denn der Scrammer, irgendwann habe ich einmal gelesen, irgendwer hat geschrieben, er hat seinen Scrammer immer dabei. Also, darfst du machen, was du willst, aber das wäre mir einfach zu blöd, einfach zu groß. Ja. Aber das ist etwas, was im Outdoor-Bereich, was du einfach das so locker einstecken kannst und es macht einfach keinen Unterschied. Und daher mag ich es so gern. Ja, das war jetzt das Video, das Fazit und meine Liebeserklärung zum F1 wieder. Und wenn mir die Leute immer wieder fragen, Rainer, welche Jacke hast du an? Und das wird da jetzt auch wieder passieren, das ist die Helicontex Alpha Hood oder so, wie die heißt, die teste ich gerade. Gib da unten einen Link auf Amazon, wenn du magst, kannst du das anschauen. Zurück zum Messer. Billige Eigenwerbung, alles hier natürlich, denn die gibt es bei mir im Shop. Gebe da unten den Link auch, wenn du magst. Das ist mein Arbeitsmesser. Das werde ich jetzt die nächsten Tage wieder ein bisschen mit mir herumschleppen. Es ist so, ich bin nicht, ich habe einen Knall, ich gebe es zu. So, ich weiß, was ich tue. Und das hier werden wir wieder aufpolieren. Das werden wir wieder schön machen, aus nostalgischen Gründen, Feuer bohren und so weiter. Und das hat uns einmal wirklich den A gerettet. Damit meine ich den Abend gerettet, weil nur damit das im Endeffekt dann funktioniert hat, das Feuer zu bohren, weil jedes Druckstück irgendwie nicht funktioniert hat. Und das ist einfach in meiner Sammlung, einfach weil ich es cool finde. Ja. Das werde ich aber niemals benutzen, weil es einfach viel zu schön ist. Also ich finde das mit dem Schwarz schon, das ist schon elegant. Und das erste Mal, wenn du reinfährst und irgendwas schneidest, ist da ein bisschen Schmutz drauf und wenn du das öfter machst, dann kommt es genau dort, wo du immer arbeitest, wird es dann auch so silbrig und da wäre schade drum für mich. Aber es kaufen sehr, sehr viele Leute in Schwarz, eigentlich sehr, sehr viele Leute in Schwarz, weil es einfach einen gewissen, es hat was, aber mir wäre es zu schade. Aus. Schreib mir unten einen Kommentar, was du von Felniven hältst, wo deine Meinung dazu ist, einfach deine Gedanken dazu, da bin ich sehr dankbar dafür. Link zu all den Produkten findest du natürlich ja in meinem Shop und auf Amazon, auch von dem Teil hier. Ein Abo dalassen, bitte, da geht's in den Shop, anderes Video. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst und ich sag nur eins, Felniven rocks.